Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde langfristig steigender Kurse und Dividenden. Denn wenn es nicht so wäre, würdet ihr nicht dieses Video schauen. Hier geht es um das Starterdepot und das Starterdepot. Da geht es darum, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren, indem wir von null an ein Depot aufbauen und über Aktiensparpläne befüllen lassen. Monatliches Investitionsvolumen haben wir uns geeinigt, 500 Euro. Könnt ihr natürlich anpassen, euren eigenen Möglichkeiten und Wünschen entsprechend. Und wir arbeiten das ganze Jahr ab und von Video zu Video lassen wir abstimmen, welche Aktie das Rennen macht und in Form eines Sparplans Eingang findet ins Starterdepot. Im letzten Video, oder sagen wir mal so, aktueller Stand ist, wir haben bereits 13 Sparpläne bestimmt. Wir haben auch schon jeden Sparplan mindestens einmal ausführen lassen. Es fehlen also noch ein paar, weil insgesamt sollen es maximal 20 Sparpläne werden, weil wir dann genau auf die Investitionssumme von 500 Euro kämen, weil jeder Sparplan mit 25 Euro Monat für Monat ausgeführt wird. Also 13 haben wir schon. In diesem Video geht es um den 14. Sparplan, den wir anlegen werden. Und im letzten Video hatte ich euch gebeten, mir eure Meinung zu sagen, ob ihr Finanzaktien haben wollt, weil die momentan im ursprünglichen Plan nicht enthalten waren, zum einen, und zum anderen, ob ihr auch REITs haben möchtet im Starterdepot. Und ihr habt abgestimmt und hier bin ich auf YouTube Analytics und da kann ich euch das Ergebnis mal zeigen, weil ihr auch gefragt hattet mal, ob ich denn sehe, wie viele Zuschauer insgesamt abgestimmt haben. Und die Antwort lautet ja, das sieht man hier bei Klicks auf Infokarte. Das sieht man, ist vielleicht nicht 1:1, wie viel abgestimmt haben, aber immerhin, wie viele auf diese Karte geklickt haben. Und hier sind die beiden Abstimmungen. Man sieht auch, dass auch noch fleißig abgestimmt wird auf Videos, die schon etwas älter sind. Kann natürlich, damit beeinflusst ihr natürlich nicht mehr den Ausgang der Abstimmung, was die Videos angeht. Die sind ja schon abgedreht, aber ihr macht euch eigene Gedanken. Also stimmt ruhig weiter ab. So, wollt ihr Finanzaktien? Wollt ihr REITs? Wollt ihr Finanzaktien? Wie ging es aus? Da war relativ früh, relativ eindeutig, dass ihr Finanzaktien wollt. Ich habe da ja geschrieben Visa, Mastercard. Und wir werden uns auch noch für eine dritte Aktie entscheiden. Da kommen wir noch drauf. Und die andere Abstimmung war, wollt ihr REITs? Und auch REITs wollt ihr. Also es war beides recht eindeutig. In diesem Video beschäftigen wir uns also mit Finanzaktien. Ich stelle euch Visa, Mastercard und noch eine dritte Aktie vor. Und weil ja relativ früh klar war, dass ihr das haben wollt. Und ich dachte, eine dritte Aktie wäre auch noch gut. Und ihr habt ja auch schon was eingeworfen in euren vielen Kommentaren, welche Aktie die dritte Aktie sein könnte. Und da hatte ich dann hier diesen Community-Tab da entdeckt. Und dann dachte ich, lasse ich euch doch einfach abstimmen. Und das Rennen hat gemacht. Denkbar knapp, Wirecard gegenüber JP Morgan haben beide 34% der Stimmen, aber weil Wirecard hier an Platz 1 steht, gehe ich davon aus, dass die die meisten Stimmen gekriegt haben. Ihr macht es immer sehr spannend, die ganzen letzten Abstimmungen, die waren alle denkbar knapp. Das war die knappste bisher, die anderen haben wenigstens noch 1% Vorsprung gehabt und hier gibt es nicht mal 1% mehr. Ich bin eigentlich ganz zufrieden damit, dass es Wirecard gemacht hat, weil Wirecard, American Express, Wirecard, Mastercard und Visa, die haben sehr große Ähnlichkeiten miteinander, sind alles Zahlungsabwickler. Insofern habe ich dann mal auch gedacht, kann ich euch mal nochmal hier erklären, was so diese Zahlungsabwickler machen. Und das passt dann ziemlich gut. Vorher möchte ich aber noch mal kurz als kleinen Motivator hier die Helden der finanziellen Freiheit vorstellen, weil einige von euch kennen das vielleicht nicht. Ich track so nebenbei nämlich das Einkommen, Dividendeneinnahmen und auch teilweise Optionseinkommen von Finanzbloggern. Ungefähr 40 Finanzblogger sind es. Und was man da wunderbar sieht, ist, dass man mit dem langfristigen Investieren in Dividendenaktien klasse passives Einkommen aufbauen kann, das von Jahr zu Jahr steigt. Und man sieht, das ist das Erste und das Zweite ist, man sieht, dass man da gar nicht viel Geld braucht, um damit anzufangen. Es gibt natürlich die Veteranen, die schon lange dabei sind, wie mein Partner hier, der Matthias, der Künstlername ist Get Mad. Und ihr seht hier von 2015, das ist das erste Jahr, wo ich die Daten erfasst habe. Und ihr seht ja im Prinzip, wie hier von Monat zu Monat, also immer ein Jahr weiter, die Dividendeneinnahmen steigen. Das seht ihr hier wunderbar. Und das ist natürlich das Ergebnis langfristigen Investierens, also immer mehr
Aktien quasi kaufen und nicht irgendwelche Aktien, sondern Aktien solider Dividendenzahler mit langfristig steigendem Gewinn, die dann auch ihre Dividenden erhöhen. Und das potenziert sich dann und dadurch baut man eben so ein passives Einkommen auf. Also so gut wie passiv, weil man sich ja nicht täglich darum kümmern muss, sondern auch das Geld kommt von alleine. Und das sieht man dann hier, was mein Partner gekriegt hat. Jetzt im Juli hat er wie viel kassiert? 2240 Euro brutto. Das ist natürlich schon super. Und es geht aber auch kleiner. Also ich habe hier absteigend sortiert nach den Dividendeneinnahmen im Monat. Es sind auch viele, die noch, also ich sage jetzt mal, relativ überschaubares Dividendeneinkommen haben. Finanzen mit Plan jetzt mal angeklickt, da seht ihr das. Aber es ist wunderbar, immer wie man sieht, dass die Dividendeneinnahmen steigen. Also diese Balken werden halt immer höher, hier im Juli mal kleiner, aber im Allgemeinen steigen die Balken halt an. Und gerade am Anfang ist es sehr einfach, prozentual ein hohes Wachstum zu erzielen bei den Dividendeneinnahmen. Und ist auch sehr motivierend. Also Leute, wenn ihr das noch nicht kennt, dann schaut euch das einfach mal an. Ich werde das Ganze verlinken. Ich brauche auch Monat für Monat eine Auswertung, wo ich dann nochmal so ein paar Beobachtungen zum Besten gebe und hier nochmal so ein bisschen was auswerte und dazu schreibe. Einfach so für euch auch als Motivationsboost, um dabei zu bleiben. So, bevor wir jetzt zu den einzelnen Aktien gehen, muss ich nochmal euch auf den Boden der Tatsachen zurückholen, denn mit Aktien kann man auch Geld verlieren. Das ist jetzt also der Disclaimer. Ich habe keine Glaskugel und ich gebe keine Kaufempfehlung ab. Das mit Aktien kann man Geld verlieren, bezieht sich insbesondere natürlich auf die kurzfristige Entwicklung und auch darauf, wenn man, ich sage jetzt mal, mit Aktien eher zockt, spekulativ die ganzen Geschichten macht. Einzelne Aktien können auch immer ausfallen, das ist klar, aber wir diversifizieren ja und wir haben alle Chancen auf unserer Seite, dass wir, wenn wir langfristig dabei bleiben und in die richtigen, erfolgversprechenden Aktien investieren, dass wir dann auch unseren Schnitt dabei machen. So, das war der Disclaimer. Und jetzt gucken wir uns mal hier die Zahlungsabwickler an. Und ja, ich habe da jetzt mal ein kleines Schaubild gebastelt und es soll jetzt mal eine Übersicht sein, wie das Ganze funktioniert und auch was der Unterschied aus meiner Sicht jedenfalls der hauptsächliche Unterschied ist zwischen Wirecard und den ja, Kreditkartendienstleistern, also Visa und Mastercard. Stellen wir uns vor, unsere Ehefrau, das lässt auch den Ehemann sein, aber ich habe halt dieses Bild hier gefunden. Die spaziert jetzt halt die Fußgängerzone lang und die will was einkaufen, hat jetzt zwei Taschen da, hat halt Hunger und will was für den Ehemann einkaufen. Weil sie einen Ehemann hat, hat sie auch eine Kreditkarte. Oh je, da kriege ich wieder böse Kommentare. Und dann geht sie halt hier zum Sushi-Imbiss und holt sich da irgendwas für ihren Ehemann und sich. Bezahle es mit der Kreditkarte. Und wie funktioniert jetzt das? Also, dass die Restaurantbetreiberin hier an ihr Geld kommt. Die Restaurantbetreiberin, die hat einen Vertrag abgeschlossen mit wahrscheinlich Visa oder Mastercard. Und dann hat sie hier eine Bank und über die Bank reicht sie quasi die Kreditkartenzahlung ein. Und diese Bank von der Händlerin, die oder vom Restaurantbetreiber, die zieht jetzt quasi das Geld ein von der Bank der Kundin. Und nicht direkt geht sie an die Bank der Kundin, sondern sie geht über Zahlungsabwickler. Entweder, und so habe ich das jetzt verstanden, direkt über Visa bzw. Mastercard oder über einen, nehmen wir es mal allgemeinen Zahlungsabwickler wie Wirecard, PayPal oder sonstigen, der dann wiederum mit Visa und Mastercard spricht, sich von denen, die Transaktion autorisieren und so weiter lässt, das Geld einzieht, beziehungsweise nein, das Geld zieht er ja von da ein, aber sich hier die Zahlung autorisieren lässt und dann weitergeht zur Bank der Kundin, das nennt man dann auch Issuer Bank und das Acquiring Bank und dann wird dann eben das Geld eingezogen. Und jeder dieser Teilnehmer hier kassiert ein bisschen was von der Händlerin, das heißt, hier wird die Hand aufgehalten, der hält die Hand auf, die halten die Hand auf und die halten die Hand auf. Aber in Summe kriegt die Händlerin halt noch genügend Geld, Restaurantbetreiberin in diesem Beispiel, dass es sich für sie immer noch lohnt. So funktioniert es im groben Ganzen. Und Wirecard ist jetzt also ein, ich nenne es jetzt mal allgemeiner Zahlungsabwickler oder Meta-Zahlungsabwickler. Und das hier sind, wenn man so will, die direkten Zahlungsabwickler. Und wie gesagt, ich meine, es gibt zwei Wege, wie bezahlt werden kann. Entweder das ist die
Zahlung direkt über Visa bzw. Mastercard läuft oder sie läuft indirekt über die, sie geht erstmal über Wirecard und dann geht sie über Visa oder Mastercard. Und natürlich in Summe gehe ich jetzt mal davon aus, dass es, wenn jetzt über einen Meta oder allgemeinen Zahlungsabwickler nochmal geht, der nochmal dazwischen geschaltet ist, weil der ja auch was verdienen will, dann geht halt nochmal zusätzlich was ab. Ich kann es aber mal anders darstellen, und zwar habe ich hier, gehen wir mal raus, man kann mich ja bezahlen im Aktienfinder, wenn man Vollmitglied werden will. Dann geht man hier ins Profil und dann geht man hier Vollmitgliedschaft verlängern, online bezahlen. Und dann öffnet sich eine sogenannte Payment Wall, so heißt das. Und das ist jetzt nicht Wirecard, das ist jetzt PayPal. Aber auch PayPal ist für mich im Prinzip so ein allgemeiner Zahlungsabwickler. Und jetzt siehst du, dass wenn du bezahlst, wenn du mich jetzt bezahlen willst, dann kannst du entweder direkt über PayPal bezahlen oder beispielsweise über Visa. Und die Kombination mit Visa, das wäre im Prinzip genau das hier. Wirecard, Visa, Wirecard und dann geht es weiter. Aus meiner Sicht der Dinge jedenfalls. Ja, also so ist einfach nochmal, dass ich dir zeigen möchte, dass es ein bisschen transparenter für dich ist. Das heißt, es ist jetzt egal, wie du bezahlst. Im Prinzip ist es die Payment Wall von PayPal. Also ich spreche immer die PayPal API an. Und je nachdem, was du angeklickt hast, ist dann eben die Zahlungsabwicklung halt nochmal anders. Läuft die halt eben über PayPal, über Visa oder direkt über PayPal oder eben nochmal über was anderes. Gibt es noch andere Möglichkeiten, die man einbinden könnte, wie Sofortkauf und so, habe ich jetzt aber nicht gemacht. So, das wäre diese Geschichte hier. Ich hoffe, dass es ein bisschen klar geworden ist. Mir hat das Schaubild auf jeden Fall geholfen. Und natürlich machen diese Unternehmen dann auch noch andere Dinge. Also Visa macht zum Beispiel allgemein, alle drei machen ja, so eine Art Controlling, sage ich mal. Also weil ja die ganzen Zahlungsströme über diese Unternehmen laufen, kriegen sie natürlich auch Einblick in das Kundenverhalten hier, wann wird gekauft, was wird gekauft und so weiter. Das heißt, die können beispielsweise Reporting machen für ihre Kunden. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Risikomanagement habe ich mir aufgeschrieben. Ja, das gehört natürlich auch so ein bisschen dazu, weil sie vielleicht die einzelnen Kunden schon kennen, können dann auch das Risiko beurteilen, wenn der eine einkauft. Also Fraud Management, Risk Management. Sie haben Bonusprogramme, die sie anbieten können. Auch dadurch, dass die Zahlungsströme hier über diese Unternehmen laufen. Und sie wissen, wer wie viel eingekauft hat, können die auch dann so Payback-Programme oder so irgendwas machen, also Richtung Marketing, während teilweise andere Dinge eben eher wieder in Richtung Controlling gehen. Naja, also es gibt halt noch relativ viel nebenbei. Und übrigens ist auch Wirecard ein Unternehmen, das Kreditkarten ausstellt, aber natürlich nicht in erster Linie so, wie es bei Visa und Mastercard ist. Also so ungefähr zu den Unterschieden von diesen Unternehmen. Und dann können wir uns die mal im Aktienfinder angucken. Und da habe ich das schon eingeblendet. Hier habe ich die Merkzettel gemacht. Und das Ranking, das ist jetzt ein Ranking, das auf das Gewinnwachstum geht. Normalerweise verwende ich ein anderes Ranking auf Dividendenwachstum. Alle drei Unternehmen, Aktien, bezahlen Dividende, aber relativ wenig Dividende, die aber relativ stark gesteigert wird. Aber weil die Dividende noch so niedrig ist, denke ich, liegt der Fokus bei diesen Unternehmen eigentlich auf dem Gewinn, auf der Gewinnentwicklung. Und deshalb habe ich dieses Ranking hier ausgewählt. Zuerst würde ich jetzt mal Mastercard und Visa gegenüberstellen. Dann gehen wir hier mal auf Visa. Und das habe ich mir nämlich abgeguckt von dem Aaron, Künstlername Homo Economicus. Ah, habe falsch ausgewählt, ich hätte Mastercard auswählen müssen hier. So. Der Aaron, der hat nämlich auch vor kurzem ein Video gedreht, in dem er Mastercard und Visa miteinander verglichen hat. Und er hat es auch mit dem Aktienfinder gemacht. Ist halt ein guter Mann. Und er hat die so schön nebeneinander gestellt, dass man eben die Grafiken schön sieht und vergleichen kann. Und das machen wir jetzt auch. Das war nämlich eine ganz gute Idee. So, was mache ich denn zuerst immer? Zuerst gucke ich mir auf Unternehmensebene die Umsätze und Margen der Unternehmen an. Hier habe ich schon einen Zoom drin, den machen wir mal arg. So, und da gehen wir aber mal wieder hier rein. Und noch mal ein bisschen weiter. So,
Hier sind wir. Also links ist Visa, richtig? Genau, links ist Visa und rechts ist Mastercard. Zuerst vielleicht mal, welches Unternehmen ist denn das Größere? Da sehen wir das. Visa macht 22 Milliarden Umsatzdollar momentan und Mastercard 15,7. Also Visa ist etwas größer. Und beide Unternehmen sind noch gar nicht so super lange an der Börse. 2,7 oder 2,6 und 2,8. Mastercard ist ein bisschen länger an der Börse. Ich glaube, die kamen 2,6 und die kamen 2,8 an die Börse. Wir sehen hier, dass wir schön steigende Umsätze haben bei beiden Unternehmen, die ja was extrem Ähnliches miteinander machen, im Prinzip schon so fast ein Duopol bilden. Und die Margen von den beiden sind extrem hoch, die operativen Margen bei Visa 66%, bei Mastercard 57%. Also bei Visa sind die Margen etwas höher noch als bei Mastercard. Sind sehr stabil oder relativ stabil in den letzten Jahren, wie man hier schön sehen kann. Das da war eine Strafzahlung, wenn ich es richtig verstanden habe, an den American Express, habe ich kurz nachgeguckt, im 2012. Und allgemein sehen wir, dass die Margen was, ja, ganz stark angezogen sind und seitdem eben auf einem sehr hohen Niveau verharren und etwas höher sind bei Visa, habe ich schon gesagt, als bei Mastercard. Woran es genau liegt, das weiß ich allerdings nicht. Wir sehen, dass die Gewinne sehr schön steigen bei beiden, auch begleitet von den operativen Cashflows, dass die Dividenden ebenfalls steigen, aber bei beiden noch relativ niedrig sind im Vergleich zu dem, was theoretisch ausgeschüttet werden könnte. Bei Mastercard sieht die Gewinnentwicklung in den letzten Jahren ein bisschen glatter aus, als es bei Visa der Fall ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehen wir, dass während der Finanzkrise bei Mastercard einen kleinen Verlust zu verkraften hatte von 19 US-Dollar im Minus. Während bei Visa haben wir noch einen Gewinn gehabt. Das war das erste Jahr, für den wir Daten haben, weil es, glaube ich, auch das erste Jahr ist, an dem sie börsennotiert gewesen sind. Also von da aus, das ist ja beides Top-Unternehmen, muss ich sagen. Was hier vielleicht für Visa spricht, das ist eben, dass die schon ein bisschen größer zu sein, ein bisschen größer sind als Mastercard und sogar noch höhere stabile Margen haben als Mastercard. Sieht aus, als ob die eben entweder effizienter arbeiten oder irgendwo dann halt doch nochmal so einen kleinen Edge haben gegenüber Mastercard. Gehen wir mal in die Fundanalyse rein von beiden. Einmal, zweimal. Gucken, ob wir da noch irgendwelche Unterschiede finden, so in der Bilanz. Was da natürlich zuerst auffällt, jedenfalls mir, gehen wir nochmal nach oben. Das ist, dass bei Mastercard haben sie eigene Aktien und die macht über die Hälfte des kompletten Bilanzvermögens aus, wobei ich das ja alles ein bisschen Freihand habe, nicht nach Schulbuch. Aber wenn ich jetzt die Position Treasury Stocks, eigene Aktien, den Aktivpositionen zuordne, dann macht es mehr aus mit 29,5 Milliarden US-Dollar als im Prinzip der Rest des Vermögens. Und bei Visa sehen wir, dass die nicht bilanziert werden. Aber Aktienrückkäufe finden bei beiden statt, haben wir schon gesehen. Und zwar bei Visa haben wir hier relativ viele Aktienrückkäufe gehabt. 2010 bis 2015 immer deutlich über 2%, teilweise sogar 4%. Erst in 2017 ist es relativ nach unten gegangen. Und dann in 2018 waren es wieder knapp 3%. Und das liegt. Naja, hier ist es auch relativ hoch. Hier sind auch fast 4% in 2014. Also die kaufen beide fleißig eigene Aktien zurück. Nur Visa zieht die eigenen Aktien ein und Mastercard hält die in der Bilanz, um sie vielleicht, keine Ahnung, was sie damit machen wollen, also mit so viel eigene Aktien. Die wollen vielleicht irgendwann Visa übernehmen, keine Ahnung. Das wäre das. Alles andere sehen wir wiederum. Ach so, Schuldenquote ich mir noch angucken können, aber. Ja, Leute, bei Unternehmen, die so eine hohe Marge haben und so, wir gehen einfach mal davon aus, dass sie kein Schuldenproblem haben. Ansonsten müsst ihr selbst in die Fundanalyse reingucken, wenn ihr das nicht glaubt. Das nächste wäre jetzt dann die Bewertung von den Aktien. Und da gucken wir uns auch mal an hier. Zoomen wir mal rein. Und das sehen wir jetzt eigentlich schon an mehreren Indikatoren, an zwei jeweils, an drei eigentlich, dass die Bewertung relativ hoch ist.
Und zwar sehen wir, dass die Dividendenrendite, dafür gibt es jetzt auch den Dividenden-Turbo, aber auf den verzichten wir jetzt mal in diesem Video wahrscheinlich komplett. Da sehen wir, dass die Dividendenrendite relativ niedrig ist im historischen Vergleich. Die beträgt momentan bei Visa 0,57% und gab aber auch schon mal 0,96 oder hier 0,97%. Also war schon mal höher, fast doppelt so hoch. Und auch hier sehen wir, dass bei Mastercard haben wir momentan 0,46. In 2016 hätte es mal 0,94 gegeben. Also man hätte mal mit einem Prozent ungefähr einsteigen können. Momentan kriegen wir relativ wenig. Spricht für eine teure Aktie, weil die Dividenden ja auch gestiegen sind, aber der Preis der Aktie ist eben noch stärker gestiegen. Das in die gleiche Kerbe schlägt auch der Vergleich des aktuellen KGV, KCV im Vergleich zum historischen KGV, KCV. Bei Visa haben wir ein KGV momentan von 34, bei Mastercard sogar von 42 und KCV haben wir von 33,5 bei Visa und hier haben wir 43. Also Mastercard scheint momentan noch deutlich teurer zu sein. Man sieht auch, dass dieser enge Strich, also das Einjahres-KGV, weiter rausragt aus dem breiten Balken, dem 10-Jahres-KGV bzw. KCV bei Mastercard, als es bei Visa der Fall ist. Aus der Sicht scheint Mastercard momentan etwas teurer zu sein oder etwas sportlicher bewertet zu sein als Visa. Das Ganze sieht man dann auch nochmal hier. Und zwar haben wir hier momentan einen fairen Wert bei Visa von 176 US-Dollar. Nein, Entschuldigung, umgekehrt. Der Kurs ist bei 176 US-Dollar, aber der faire Wert wäre irgendwo zwischen 130 und 140 US-Dollar. Und wir haben hier, das sieht man ja auch grafisch, dass ja mehr Abstand ist zwischen dem Kurs und dem fairen Wert. Wir hätten hier einen fairen Wert zwischen, lassen wir erstmal Dividende weg, 150 und 170 US-Dollar. Und der Kurs liegt halt bei 270 US-Dollar. Also das ist schon eine Hausnummer oben drüber. Und nur wenn wir die Dividende nehmen, weil die offensichtlich so stark gesteigert worden ist in der letzten Zeit, die liegt ungefähr, was den fairen Wert angeht, beim Aktienkurs. Aber machen wir uns nichts vor, wegen der Dividendenrendite kauft die Aktie keiner, wegen der aktuellen Dividendenrendite. Das heißt, wir können die hier erstmal einfach so ausblenden, sodass wir nur den Gewinn und den operativen Cashflow als Maßstab haben. Was aber interessant ist, wenn wir ein bisschen weiter gucken in die prognostizierte Zukunft, da sehen wir, dass im Jahr 2020 jeweils bei Mastercard Pi mal Daumen der faire Wert erreicht sein sollte, basierend auf dem aktuellen Kurs selbstverständlich. Und bei Visa, da wäre dann die Aktie schon leicht unterbewertet. Das heißt aber, das gibt sich gar nicht so viel. Wobei die ein unterschiedliches Geschäftsjahr haben, Visa zum 30.09. Das heißt, das haben wir hier sogar 3 Monate früher als dieses Bild hier. Naja, also bewertungsperspektivisch sieht Visa etwas weniger ambitioniert bewertet aus, ist aus dem Blickwinkel hier, als es bei Mastercard der Fall ist. So, das wären Visa und Mastercard gewesen. Jetzt gucken wir uns mal Wirecard an. Aber bezüglich Wirecard, ich habe über keine Aktie so viel Videos gedreht als über Wirecard und da war ich auch so ein bisschen ja, engagiert. Bei Wirecard habe ich ziemlich gut Geld verdient und ihr wisst vielleicht, dass Wirecard angegriffen worden ist von der Financial Times bzw. von Reportern der Financial Times und da gab es sehr, sehr viele Vorwürfe und ich habe mir auch mal erlaubt, ein Video zu drehen mit einem April-Scherz drüber, weil das teilweise aus meiner Sicht schon groteske Züge angenommen hat und eine richtig kleine Wirecard-Hysterie da entstanden ist. Und ich gucke ja immer, und das bestätigt jetzt eigentlich auch mein Vorgehen, diesen einen Chart an. Und ich habe auch ein Video gemacht und das hieß, ein Chart hat mir ein paar tausend Euro gebracht. Also ich habe wirklich gut verdient mit Wirecard insgesamt. Und das war der Chart hier. Und was ganz massiv angezweifelt worden ist bei Wirecard, das waren die Margen. Da hieß es immer, dass da irgendwas getürkt wäre und die wären zu hoch. Wobei wir jetzt sehen, die haben 23,5% Visa und Mastercard haben mehr als doppelt so viel.
Aber das ist dann verglichen worden mit einem und die hatten dann noch weniger Marge und dann hieß es, das kann nicht sein und alles irgendwie, keiner weiß genau, was die machen und es war alles irgendwie dubios. Ich habe einfach nur angeguckt, dass die Margen oder gesehen, dass die Margen seit über einem Jahrzehnt total stabil sind bei steigenden Umsätzen und ich habe mir einfach gesagt, das ist unplausibel, dass die ganzen Wirtschaftsprüfer, die unterschiedlichen Tochtergesellschaften und dann nochmal die Muttergesellschaft prüfen, dass die alle irgendwo Tomaten auf den Augen haben und sich hier die ganze Zeit betrügen lassen, allesamt. Und aus dem Grund bin ich dann noch eingestiegen, habe natürlich auch Gegenargumente gesucht, aber mich hat nichts überzeugt. Und im Nachhinein oder Stand heute hat sich die Entscheidung auch als richtig erwiesen. Ja, was war ja gerade macht, habe ich ja versucht, so halbwegs zu erklären. Und wir sehen, ähnlich wie bei Visa und Mastercard, wunderbar anziehende Umsätze hier, noch stabilere Margen, als wir die bei den anderen beiden Zahlungsabwicklern haben. Wunderbar hier entsprechend auch der Cashflow, der operative Gewinn, das ist alles super. Gehen wir in die Voranalyse rein und dann erlauben wir uns mal das Layout zu ändern hier. Ja, da gibt es jetzt auch nichts, was irgendwie schlecht aussehen würde. Schuldenquote könnte man jetzt sagen, ist relativ hoch, knapp 70% auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehen wir hier, was wir für eine tolle Tilgungskraft haben. Schulden von 4,4 Milliarden, Tilgungskraft von 600 Millionen. Jetzt muss ich wieder Kopf rechnen, 8 Jahre oder irgend sowas, dann werden die ganzen Schulden getilgt. Also überhaupt kein Problem. Die Anzahl der ausstehenden Aktien bleibt im Regelfall konstant. Hier ist mal bisschen was ausgegeben worden, Kapitalerhöhung wahrscheinlich in 2012, 2014. Wäre auch insofern plausibel, als dass hier die Bilanzsumme relativ stark steigt. Wir haben hier immer mal wieder Übernahmen, was man sieht im Goodwill, der mittelfristig bzw. langfristig auch ansteigt. Momentan haben wir Goodwill von 720 Millionen. Noch vor 3 Monaten waren es 706 Millionen. Jahr zuvor waren es 676 Millionen, aber das gehört irgendwo zum Geschäft von Wirecard. Hier ist man relativ stark angestiegen von 2014 auf 2015, als auch die Anzahl der ausstehenden Aktien gestiegen ist. Sicherlich kein Zufall, da hat man wohl eine Übernahme finanziert hier. Das kann man alles so ein bisschen rauslesen, ne? Das ist natürlich cool, weil die Charts halt alle, sage ich, immer miteinander sprechen. Und wenn man so sich das Grobe verinnerlicht hat, dann kann man sich einen Reim draus machen aus den Dingen, die da so passiert sind, indem man einfach nur diese bunten Bildchen anguckt. Und es ist halt weniger anstrengend, als wenn man da sich einen Wolf durchscrollt durch irgendwelche Berichte. Was man natürlich trotzdem machen sollte, aber man kriegt halt hier schon mal einen guten ersten Eindruck. Bleiben wir mal einfach hier drin. Jetzt gucken wir uns die Bewertung an. Und ähnlich wie bei Visa und Mastercard sehen wir hier, dass der enge Balken über den breiten Balken geht. Also auch hier Wirecard historisch im historischen Vergleich sportlich bewertet. KGV liegt ungefähr auf Mastercard-Niveau, wenn ich mich richtig erinnere, mit 44. KCV 23, glaube ich, günstiger. Und wir sehen hier auch, dank prognostizierter starker Gewinnsteigerung, aktuell letzte 12 Monate, 3,10 der Gewinn und schon zum Ende des Geschäftsjahres. In 9 Monaten soll es 4,25 sein, also deutlich drüber. Und dann 5,70, 7,60 Euro. Also wenn das so kommt, den Gewinn mehr als verdoppelt, in das ist weniger als ein Jahr, zwei, drei, also in unter 3 Jahren den Gewinn mehr als verdoppelt. Ja, also wenn das so kommt, dann ist natürlich klar, dass in 3 Jahren die Aktie auf dem heutigen Kursniveau unterbewertet wäre. Und das sieht man dann eben auch entsprechend auch hier. Also momentan haben wir eine Überbewertung. Faire Wert, Dividende machen wir wieder weg, weil das bringt es nicht. Faire Wert zwischen 90 und 110 Euro. Eine relativ große Abweichung, die dadurch zustande kommen muss, dass wir hier eine unterschiedliche Entwicklung haben, was man hier auch ein bisschen sieht zwischen operativen Cashflow und dem bilanzierten Gewinn. Aber nichtsdestotrotz, wir hätten dann hier schon im übernächsten Geschäftsjahr eine Unterbewertung und die würde dann natürlich immer weiter oder immer krasser ausfallen, diese Unterbewertung. Das wäre also Wirecard. Der deutsche Kandidat. Gucken wir uns mal den Dividendenbenchmark an. Habe ich schon voreingestellt.
Naja, was sehen wir da? Also ist natürlich extrem mit Vorsicht zu genießen, weil die Dividenden ganz klein sind. Dafür sind die aktuelle Dividendenrendite ist ganz winzig, wie man hier sieht, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind die Dividendensteigerungsraten teilweise halt immens. Das sieht man jetzt insbesondere bei Visa und Mastercard, dass wenn die so weiter steigern wie bisher ungefähr, dann hätten wir, wann hätten wir den 1% bei den beiden Kollegen? Bei Visa hätten wir schon in 2023 1%, bei Mastercard wird es doch ein Jahr länger dauern. Und wenn wir einfach nur weit genug in die Zukunft gehen und diese Steigerungsraten beibehalten werden würden, dann hätten wir irgendwann persönliche Dividendenrendite bei Visa und Mastercard von 8, 7%. Also mehr als heute AT&T oder so jemand gibt. Oder auch so ein REIT, ja. Hier schon 9% bei Visa 2039. Schon in Anführungszeichen. Wirecard fällt da ab, ja. Und die haben jetzt halt schon die niedrigste Dividendenrendite mit 0,19%. Steigern zwar auch recht ordentlich, aber kommen halt nicht ran an die anderen beiden Kollegen hier. Gucken wir uns mal noch ein paar Kennzahlen an. Also hier Wirecard, der Lokalmatador. Aber bei euch habe ich schon gemerkt, ihr seid schon nicht diejenigen, die vom Home Bias befallen sind. Ihr wollt meistens dann doch Amerikaner haben. Hier die Brancheneinteilung, das ist natürlich immer so eine Geschichte. Also ich hätte die auch in Technologien machen können, Mast oder Wirecard als Zahlungsdienstleister, Konsumfinanzierung. Das ist immer so eine Abwägungssache. Ich habe mir auch mal angeguckt, was Mastercard machen. Ganz am Anfang hier. Ah, das ist nicht mehr hier, okay. Das hier ist die Seite von Mastercard für Händler, wo es darum geht, dass man mit Mastercard einen Vertrag schließt, um eben hier eine Kreditkarte zu bekommen und über Mastercard dann die Zahlungsabwicklung zu machen, weil Visa und Mastercard, die haben ja Hunderttausende von Verträgen mit einzelnen Verträgen mit Händlern, dass die Kreditkarten eben akzeptiert werden von denen. Und das ist eben der Burggraben von Visa und Mastercard. Nochmal am Rande erwähnt. Wo waren wir hier? Bei den, ja, also ich habe gelesen bei Mastercard, was die machen. Also sich selbst beschrieben haben und man hätte einfach Mastercard wegmachen können und Visa oder Wirecard einsetzen können. Das hätte alles gepasst. Deshalb habe ich dann auch gedacht, machen wir mal hier so eine Übersicht, weil ansonsten ist es ein bisschen diffus und das hier ist natürlich auch immer so ein bisschen Abwägungssache. Aber jetzt ist jetzt egal, da wollen wir uns jetzt nicht dran aufhalten. Die Marktkapitalisierung Wirecard ist der Zwerg. Und Visa und Mastercard sind die Giganten und Visa hat die größere Marktkapitalisierung als Mastercard. Wir haben ja auch gesehen, dass Visa größeren Umsatz macht. Und dann haben wir die dividendenbasierten Kennzahlen, die wir jetzt mal einfach übergehen, weil wir mal hier zu den grünen Kennzahlen gehen, weil ich denke, da liegt die Gewinnentwicklung im Fokus bei den drei. Und da sehen wir einfach, wenn wir auf die Stabilität gucken von den bilanzierten Gewinnen, die liegen alle über 0,9, das ist super. Stabilität des Cashflows ist auch bei allen dreien wirklich gut. Bei Wirecard etwas weniger super gut als bei Mastercard und Visa. Was den Umsatz angeht, sind die auch alle gut, liegen alle über 0,8. Mein persönlicher Wert oder meine persönliche Grenze für einen Spitzenwert, also auch bei Wirecard, die liegen drüber. Also von den Kennzahlen her alle über jeden Zweifel quasi erhaben. Und auch die Wachstumsraten, die sind alle im zweistelligen Bereich, also alles sehr erfolgversprechend, sage ich mal. Natürlich, was jetzt den, sage ich mal, Stressfaktor angeht, wenn man die täglichen Börsenkurse anguckt, da ist vielleicht Wirecard ein Tick höher als bei den anderen beiden, einfach aber auch deshalb, weil Wirecard in der Vergangenheit immer wieder angegriffen worden ist von Leerverkäufern. Mit oder ohne freundliche Unterstützung von Financial Times. Deshalb muss man sich da eben auch auf den einen oder anderen Kursausschlag eher gefasst machen, als es bei Visa oder Mastercard der Fall ist. So, ich denke, das wäre jetzt so der Vergleich gewesen zwischen den drei Kandidaten. Und dann gebe ich das Ganze wieder zur Abstimmung frei. Bin gespannt, wer das Rennen macht. Ich habe schon meinen Favoriten, auf den ich setzen würde, aber natürlich, ich lasse euch abstimmen und halte mich zurück. So, dann danke fürs Video, Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.